die Ohrenbarung des JHWH. Band 2. Du bist ich. Die Quadratur des Kreises. Die etablierte Naturwissenschaft glaubt, einen Kampf gegen den Götzendienst und die Dummheiten der alten Mythologien führen zu müssen. Die eigene Schizophrenie besteht nun darin, dass man sich sehr wohl der eigenen Unwissenheit, das heißt der Unvollkommenheit der eigenen wissenschaftlichen Paradigmen bewusst ist und diese dennoch gleich einem Götzendienst anbietet. Letztendlich sollte es dir nur um das Erkennen deiner eigenen Primitivität gehen. Das Wort Prim als Präfix hat in Wortzusammensetzungen die Bedeutung von erst, zuerst. Es geht beim Wort Primitivität also um das Einfache, was zuerst da ist. Oder genauer um das Prim, Teil eines offiziellen täglichen Stundengebets, deiner eigenen Divinität, deiner Göttlichkeit. Der Kampf gegen den Götzendienst der Mythologien ist also kein Kampf gegen die Dummheit und Primitivität des Menschen. Man glaubt, dass dieser Kampf erst dann seine Bedeutung verliert, sobald der Mensch sich so weit entwickelt hat, dass er mit den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft alles beweisen und damit auch alle vorsintflutlichen Märchen des primitiven Menschen aus seinem Bewusstsein ausrotten kann. Das ist eine der vielen törichten Selbsttäuschungen des modernen Menschen, der sich in seiner arroganten Selbstüberschätzung viel klüger und weiter vorkommt als seine Vorfahren. Aber gerade das Gegenteil ist der biblische Fall. Man hat den Weg des Baumes der Erkenntnis eingeschlagen. Dieser Weg besteht darin, dass der moderne Mensch nur noch in der Lage ist, die von ihm wahrgenommene Welt mit seinen selbstdefinierten quantitativen Maßstäben zu messen, ohne dabei die qualitativen Aspekte seines Daseins zu beachten. Die wirklichen Qualitäten des menschlichen Daseins haben sich völlig aus dem Wahrnehmungsbereich eines materialistischen Technokraten verabschiedet. Es scheint ihm alles völlig gleichgültig zu sein. Hauptsache die Kohle stimmt. Denn ohne diese Kohle glaubt er nicht existieren zu können. Du bist mein Spiegelbild. Ich habe diese Welt gemacht, um dir das größte Glück überhaupt zu schenken. Du wirst es auf dem Weg zu deiner Einswerdung finden. Es ist für dich völlig umsonst. Ich schuf dich nur, um dir Gutes zu tun. Der einzige kleine Haken dabei ist, dass ich von dir als mein Spiegelbild dasselbe zurückverlange. Du musst also meinem vorgegebenen Weg, deinem Karma folgen, ohne dir vorher mit deiner beschränkten Rationalität auszurechnen, ob dieser Weg für dich von Vorteil ist. Ich setze dadurch dein absolutes Vertrauen in mich voraus. Alles auf diesem Weg ist nur zu deinem Besten, auch wenn du dies mit deiner kindlichen Rationalität noch nicht einzusehen vermagst. Ich gebe dir also den Weg zur eigenen Gottwerdung umsonst, aber ich wünsche mir von dir, dass du diesen auch umsonst gehst. Solange du auf diesem Weg an allen Kreuzungen, das heißt bei allen deinen Entscheidungen dein egoistisches Kaufmannsdenken entscheiden lässt, wird dich dein selbstgewählter Weg nur an den Rand deines eigenen Abgrunds führen. Du solltest also dem Weg folgen, den ich dir vorgelegt habe, ohne dir dabei erst auszurechnen, ob dieser Weg gut für dich ist. Bisher hast du dich meist in den Abzweigungen deiner begrenzten Rationalität verlaufen.
Auf deinem Weg durch dein Dasein hast du wieder das Paradies, genauer den Baum des Lebens zu erreichen. Es geht hier also nicht um eine rein intellektuelle Angelegenheit, im Gegenteil, es geht dabei um deinen wirklichen Glauben und dein Vertrauen in mich. Die Voraussetzung ist also deine geistige Haltung, den Weg zu mir, dir zu gehen, ohne vorher zu prüfen, ob dieser Weg in deine bisherigen kindlichen Vorstellungen passt und ob es vielleicht einen anderen, besseren Weg geben könnte. Hast du dich erst einmal für die Richtigkeit des Weges der Demut entschlossen, wird sich nicht nur ein Überfluss an wirklichen Beweisen einstellen, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest, womit auch ein für dich völlig neuer intellektueller Genuss verbunden sein wird. Nein, du wirst zusätzlich noch viel mehr um dich herum erleben. Der Unterschied liegt also in deinem Ausgangspunkt. Du siehst dich bisher noch unbewusst als einen Menschen, der alles selbst entscheidet, weil er glaubt, alles selbst entscheiden zu müssen. Nur deine eigenen Erfahrungen und deine eigenen Maßstäbe lässt du dabei als wahr gelten. Nun verlange ich aber von dir, dass du damit anfängst, etwas zu akzeptieren, was weder von deiner noch von einer anderen menschlichen Logik stammen kann, weil diese Komposition einfach zu großartig, seine Struktur zu tief, zu eindeutig und übermenschlich ist, als dass du sie mit deinem bisherigen Geisteslicht auszuleuchten vermagst. Es geht hier um die Unendlichkeit meiner Weisheit. Unendlichkeit, welch ein großes Wort. Es gleicht einer Gedankenschleife, gleich einem fiebrigen Traum, der gefüllt ist mit wirrem Geschwafel, was deinen Verstand auf eine wilde Verfolgungsjagd nach sich selbst hetzt. Aber diese Unendlichkeit ruft unter anderem Namen, Ewigkeit nämlich, auch erfreuliche Bilder in diesem Traum hervor. Gott, ewiges Leben und eine Welt ohne Ende und damit auch ohne Sorgen. Alle bisherigen Versuche, eine präzise Theorie des Unendlichen zu entwickeln, wurden bisher immer von Paradoxien, ein Phänomen der Zeitwahrnehmung, behindert. Und nun wollen wir zum eigentlichen menschlichen Problem der Quadratur des Kreises kommen. Stell dir dazu einfach zwei ineinander liegende Kreise mit demselben Zentrum vor, wobei der äußere Kreis doppelt so groß ist wie der innere Kreis. Indem du nun in dieses gedankliche Bild die Radien einzeichnest, ordnest du zwangsläufig jedem Punkt auf dem großen Kreis auch einen Punkt auf dem kleinen Kreis zu. Die nun mögliche, unendliche Anzahl von Punkten auf dem großen Kreis ist demnach genauso groß wie die unendliche Anzahl von Punkten auf dem kleinen Kreis, obwohl dieser oberflächlich betrachtet nur den halben Umfang des großen Kreises besitzt. Aus derartigen Argumenten schlossen mittelalterliche Denker wie zum Beispiel Thomas von Aquin, dass unendlich große Zahlenmengen in sich widersprüchlich sind. Erst 1885 brachte Cantor etwas Struktur in den unendlichen Wirrwarr, indem er drei Unendlichkeitstypen postulierte. Darauf wollen wir aber hier nicht genauer eingehen. Schriftsteller des 19. Jahrhunderts sprechen oft vom Unendlichen, wenn sie sich auf mich beziehen. Was deine, meine Größe und Unbegreiflichkeit anbelangt, so ist der theologische Begriff Gott tatsächlich ein naher Verwandter des mathematischen Begriffs des absoluten Unendlichen. Du stehst hier vor einem Reflexionsprinzip, denn der Gott in dir ist größer als alles, was du rational erfassen kannst.
Genauso verhält es sich aber auch mit der Aussage, wann immer du glaubst, den Gott in dir begriffen zu haben, hast du dennoch nur ein Niveau unterhalb der absoluten Eins erreicht. Gott wirklich zu erreichen, bedeutet eins mit ihm zu sein, vulgo auch Gott zu sein. Da Gott aber alles ist, bedeutet das die Auflösung jeder beobachteten Existenz. Wenn du mein göttliches Nichtwissen erreicht hast, gibt es für dich keine zeiträumliche Existenz mehr, was nicht heißen soll, dass es dich dann nicht mehr gibt. Im Gegenteil, erst dann bist du, und zwar alles. Die eigentliche Tatsache, dass die von dir wahrgenommene Welt keine von dir erkennbaren Grenzen hat, führt dich zwangsläufig zum Begriff Endlosigkeit. Die von dir wahrgenommene Realität ist unerschöpflich, und so ist es bei einer nur normalen Betrachtung immer üblich, dass man sich diese Unermesslichkeit auszumalen versucht. Denke dabei an die vier Bereiche der Mathematik, Zahl, Raum, Logik und Unendlichkeit, die du in der Schule eingetrichtert bekommen hast. Du wurdest als Schüler in der Arithmetik gedrillt. Arithmetik bedeutet Zahlenlehre und beschreibt ein Teilgebiet der Mathematik. In der elementaren Arithmetik rechnet man dabei mit bestimmten Zahlen und Variablen. In der höheren Arithmetik dagegen befasst man sich unter anderem mit Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zahlentheorien. In der Geometrie studiert man auf eine gewisse Art und Weise den Raum, und erst die Analysis eröffnet das wahrhafte Studium des Unendlichen, das man aber auch dort nicht zu verstehen, sondern nur zu verendlichen versucht. Letztendlich geht es auch in der Analysis nur darum, das Unendliche zu quantisieren und es damit greifbar zu machen. Dies aber wirft wiederum nur neue, bisher nicht erkannte Probleme auf. Ein sehr schönes Beispiel dazu ist das mathematische Problem der Quadratur des Kreises, das bei genauer und gewissenhafter Betrachtung eigentlich nur ein selbstgemachtes Scheinproblem darstellt. Was heißt nun eine Quadratur des Kreises durchführen wirklich? Die Quadratur eines Kreises bedeutet, aus dem Inhalt eines Kreises den gleichen Inhalt eines Quadrats mit noch unbekannter Seitenlänge zu konstruieren. Dieses Problem ist bisher als unlösbar betrachtet worden. Und es ist auch unlösbar, wenn man die Dummheit begeht, nur mit ganzen, natürlichen oder realen Zahlen zu rechnen. Dein Dasein entspricht einem einzigen Kreislauf. Der Kreis gehört darum zu den ältesten Symbolen deiner Menschheit. Du bist nur so von Kreisen umgeben, deine Erde, die Sonne, der Kreis deines Horizonts, die Chronologie deiner Zeitempfindung. Kreise über Kreise, an allen Ecken und Enden, wohin du auch zu blicken vermagst. Ein Mensch neigt nun dazu, alles in seiner Umgebung genauer untersuchen zu wollen. Und diese Kreise bildeten dabei keine Ausnahme. Irgendwann hat man dann zufällig bemerkt, dass ein Kreis, der dreimal so breit ist wie ein anderer, auch den dreifachen Umfang besitzt. Du wirst dir nun denken, dass dies keine so große Entdeckung war. Es war jedoch eine sehr große Entdeckung. Du hältst diese Tatsache heute für selbstverständlich und offensichtlich, weil man dir in der Schule die Realition von Durchmesser und Umfang beigebracht hat. Es wurde dir, wie auch die vielen anderen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, einfach nur eingetrichtert, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was man dir damit antut. All dein Wissen kam so auf eine Art und Weise zu dir, die man einerseits als sehr bequeme, andererseits aber auch als eine Art geistige Vergewaltigung ansehen kann,
Nicht anders verhält es sich in der Regel mit deinem religiösen Glauben. Man hat dir nie eine Chance gelassen, geschweige denn von dir verlangt, eventuell selbst über diese Dinge gewissenhaft nachzudenken. Man hat von dir nur verlangt, das Vorgelegte zu glauben. Und so verhält es sich bis heute mit einem großen Teil deines ganzen Wissenglaubens. Du fristest dein Dasein nur mit Informationen aus zweiter Hand, die du unüberlegt angenommen hast und nun als deine eigene Meinung betrachtest. Du denkst all den Quatsch, den man dir eingetrichtert hat, ohne ihn je hinterfragt zu haben, wie eine gedankenlose Maschine nach. Die Erde ist eine Kugel und wandert um die Sonne. Elektrizität erzeugt Magnetismus. Warme Luft steigt nach oben und so weiter. Dies alles sind solche von dir unüberlegt angenommene Postulate. Die Einsicht in die wirklichen qualitativen Verhältnisse deines Daseins erfordert nun eine gewisse Reife von dir. Die wirkliche Einsicht in alle Dinge hat nicht das Geringste mit der willkürlichen Bemaßung der äußeren quantitativen Verhältnisse deiner Welt zu tun. Wie die Erfindung des Rades, ebenfalls ein Kreis, wird auch die Entdeckung der quantitativen Verhältnisse von dir gedankenlos als selbstverständlich bzw. als schon immer vorhanden vorausgesetzt. Wenn man eine mathematische Realisation erst einmal zum Wissensschatz der Menschheit erhoben hat, wird sie nicht mehr in Frage gestellt. Genauso verhält es sich darum auch mit folgendem Gesetz. Das Verhältnis Umfang-Durchmesser ist für alle Kreise dasselbe. Wobei es dabei gleichgültig ist, wie groß diese Kreise sind. Jetzt musste man für die unterschiedlich groß empfundenen Kreise in Raum und Zeit nur noch eine Bemaßung finden, einen selbstdefinierten Maßstab also. Und so fing man an, Kreise mit unterschiedlichem Umfang zu messen, obwohl dieses Vorgehen nun wiederum völlig unserer am Anfang gemachten Erkenntnis widerspricht, dass sich auf dem Umfang von kleinen und großen Kreisen gleich viele Punkte befinden. Bei einem Kreis handelt es sich ohne Frage um ein Unendlicheck. Die Substanzzahl des Verhältnisses von Umfang-Durchmesser, um es bei seinem richtigen Namen zu nennen, ist die sogenannte Kreiszahl Pi. Sie wird auch Ludolfsche Zahl genannt. Die Notation Pi ist erst seit dem 18. Jahrhundert Standard und wurde angeblich als erstes von Euler verwendet. Nun hat diese Kreiszahl zwei besondere und allgemein bekannte Eigenarten. Die Zahl Pi ist irrational und transzendent. Irrational bedeutet, dass sie nicht als ein Verhältnis zweier ganzer Zahlen darstellbar ist, was impliziert, dass ihre dezimale Erweiterung ewig weitergeht, ohne dass sich die letzte Stelle irgendwann ständig wiederholt oder die letzten Stellen. Und transzendent bedeutet, dass diese Zahl nicht aus der Lösung einer algebraischen Gleichung stammt. Daher stammt sie auch nicht, denn sie kommt von mir, der Divinität. Darum kam Gödel, er postulierte die berühmten zwei Unvollständigkeitssätze, durch seine mathematischen Arbeiten zu der Überzeugung, dass Zahlen auf eine der Menschheit völlig unbekannte Art und Weise unabhängig vom Menschen existieren und dass sich der menschliche Geist nicht auf eine rein mechanistisch-materielle Weise erklären lässt, da er von der Materie getrennt ist und sich auch nicht auf diese zurückführen lässt. Um das Ganze zusammenzufassen: Ein Quadrat mit demselben Umfang eines Kreises muss zwangsläufig ebenfalls einen irrationalen Wert besitzen, wenn es wirklich denselben Umfang hat. Durch diese Erkenntnis lässt sich nun ein Kreis ganz einfach quadrieren.
Um den Inhalt eines Kreises durch ein Quadrat von gleichem Inhalt auszudrücken, musst du nur den Radius dieses Kreises mit Pi hoch 0,5 multiplizieren und du erhältst auf diese Weise die exakte Seitenlänge des Quadrats. Die Genauigkeit ist dabei ausschließlich von dir selbst abhängig, genauer gesagt davon, wie genau du den Wert Pi anzugeben vermagst. Umgekehrt kannst du natürlich auf diese einfache Weise auch den Inhalt eines Quadrats durch den Inhalt eines Kreises angeben. Du erhältst den Radius des entsprechenden Kreises, wenn du die Seitenlänge des Quadrates mit Pi hoch minus 0,5 multiplizierst. Die mathematische Grundlage für diesen verblüffend einfachen Rechenweg habe ich in den Verhältnismaßen der Cheops-Pyramide versteckt. Diesen Rechenweg hier im Detail aufzuschlüsseln, würde zu weit führen und einen normalen Leser langweilen. Wenn dich das aber genauer interessiert, brauchst du nur meinen Menschensohn zu fragen. Er wird es dir erklären. Wir können das Problem der Quadratur eines Kreises also dahin präzisieren, dass, da der Inhalt eines jeden Kreises immer eine irrationale Zahl ist, dieser irrationale Wert nur dann durch den Inhalt eines Quadrates ausgedrückt werden kann, wenn dessen Seitenlänge ebenfalls einen irrationalen Wert besitzt. So ist also diese Quadratur auch geometrisch nur durch einen Näherungswert darstellbar. Es ist daher jeder Versuch, den Inhalt eines Kreises durch ein Quadrat von gleichem Inhalt mit ganzen bzw. natürlichen Zahlen darzustellen, algebraischer und geometrischer Schwachsinn. Solange man Pi nicht als ein unergründliches Ganzes, als eine noch unbekannte und unendliche Form von Einheit zu verstehen vermag. Durch den transzendenten Wert von Pi wird letztendlich jede deiner von dir vermessenen Erscheinungen deines Daseins zu ihrem wirklichen Ursprung transzentriert, das heißt, in das apodiktische Zentrum deines eigenen Bewusstseins gedrückt. Die etymologische Wurzel des lateinischen Wortes trans bedeutet auf die Frage wo jenseits des Raumzeitlichen und auf die Frage wohin darüber hinaus. Das lateinische Wort zehn führt dich zu Zenon von Elea, den Philosophen der Paradoxie. Denke auch an den Zen-Buddhismus mit seiner Zen-Meditation. Frauengürtel heißt auf Griechisch Zona. Die innerste Zone deines Daseinskreises ist dein eigenes unendliches Zentrum. Dies ist der Punkt, der letzte Nenner also, auf den du mit dieser Berechnung alles reduzieren kannst. Sein Name ist Gott. Ich habe dich schon mehrere Male darauf hingewiesen, dass sich alle deine raumzeitlich und materialisiert wahrgenommenen Erscheinungen bei einer sehr genauen Betrachtung an deren wirklicher Grenze immer in der Irrationalität ihrer fraktalen Struktur auflösen. Diese Grenze ist letztendlich nur die radikale Grenze deines eigenen Bewusstseins. Wo setzt du nun deine persönliche geistige Grenze? Du bestimmst mit ihr selbst die Qualität der von dir wahrgenommenen Welt. Der Ursprung von allem bin ich. Und da ich auch du bin, sind wir die mathematische Divinität 1 hoch 2, die du in unserer unbewussten Synthese als Gott bezeichnest. Wir haben einen mathematischen Umfang von 4. Wie war das noch? Im symbolischen Backofen, französisch Four, Erde, brennt das Feuer der Zahl 4, englisch Four. Der apodiktische Treibstoff, Spirit, Geist, dieser 4 ist das Wasser, lateinisch Aqua,
Aquadrat. Es beschreibt die Erscheinungsform deiner derzeitigen Wahrnehmungsebene, die du im Ganzen unglücklicherweise nur als runde Erde bzw. als raumzeitlichen, kugelförmigen Kosmos zu betrachten vermagst. Deine Erde dreht sich in deinen Augen um ihre Zeitachse, die du Äquator, lateinisch Wasserholer, nennst. Dieser Äquator hat angeblich einen Umfang von 40 mal 10 hoch 3 Kilometer, gleich 40 mal 10 hoch 6 Meter. Besser wäre, du würdest sagen, von Mem, Mega, Meter. Und nun versuche dein analoges Bewusstsein möglichst zu öffnen, damit du mir bei den nun folgenden Gedankensprüngen auch folgen kannst. Ich hoffe, du hast alle bisher aufgeführten etymologischen Wortwurzeln einigermaßen in Erinnerung behalten. Ich habe dir in diesem Dasein etwas vorgelegt, was du momentan noch als Erde, Materie betrachtest, da du dein wirkliches Wesen noch nicht kennst. Erst nach deiner Metamorphosis, aus dem lateinischen Verwandlung, zu einem wirklichen Menschen, wirst du erkennen, dass du mit deinen bisherigen vermessenen Ansichten nicht in der Lage warst, in Pyramide und Kegel auch die darin enthaltene Kugel zu erkennen. Beides, Pyramide und Kegel, heißt auf Lateinisch Meta. Meta bedeutet außerdem aber auch noch Ziel und Grenze. Erst wenn du deren mathematische Gleichheit geistig erfassen kannst, beginne ich mit der großen Ernte deiner dann fertigen Seele. Ernte auf Lateinisch Messis, Messias. Zurzeit bist du Egomet, der im Moment sein eigenes Nichtwissen durchwandert und sich dadurch nur raumzeitlich fragmentiert vor Augen hat. Egomet aus dem Lateinischen Ich selbst und durchwandert ins Lateinische Meteor. Erst wenn du damit aufhörst, dein jetziges Sein nach von dir blind geglaubten Maßen abzustecken, werde ich dir den Zugang in unsere geistige Metropole ermöglichen. Abstecken ins Lateinische Metor, Metropole aus dem Griechischen Mutterstadt. Du musst nun zu deinem eigenen Metropoliten werden, aus dem Lateinischen Erzbischof. In der wirklichen, der geistigen Welt herrscht eine völlig andere Metrologie, als du bisher angenommen hast. Metrologie ist eine Maß- und Gewichtskunde. In deiner noch vermessenen halben Welt ist der räumliche Meter das Maß aller Dinge. Deshalb herrscht dort auch in erster Linie nur die Furcht und damit, nach der Etymologie dieses Wortes, das nur oberflächliche Sehen aller materiellen Erscheinungen. Furcht ins Lateinische Metus. Über die lateinische Bezeichnung für Fürchten, Metuo, kommen wir nun zum Begriff sich vor etwas fürchten, aliquam und aliquando. In dessen Radix stecken das Quadrat und der Quadratmeter, aber auch das Aqua. Dieses Aqua stellt nun als Zeit betrachtet das eigentliche Aquavit, Lebenswasser, deines Daseins dar. Es ist also nicht das Geld, an das auch du dich wie ein Süchtiger klammerst, das dein Überleben ermöglicht. Dein göttliches Aquavit ist auch die Quelle, aus der die Lebensader deines Geschlechtes entspringt. Sie wird im Wappenzeichen des Wiederauferstehungslandes meines Menschensohns als Adler, lateinisch Aquila, dargestellt. Er besitzt mein göttliches Herz und ist daher die Erzader deines Landes. Die Vorsilbe Erz stammt vom griechischen Archein und bedeutet der Erste sein und beginnen. Er ist der göttliche Architekt,
der in der Arche seiner Demut das Holo-Feeling lebt und dadurch auch in deine noch raumzeitlich wahrgenommene Welt zu entfalten vermag. Aquinum ist eine Stadt im Latinum, auf deren etymologischen Charakter bin ich schon an anderer Stelle in diesem Buch genauer eingegangen. Du nun, Existenz, wirst nun von meinem Lamm, lateinisch Agnus, in Bewegung gesetzt, lateinisch Agitatio. Dein einziges Ziel sollte nun dein reines Sein und damit auch die Erlösung deiner Welt sein. Es ist nun deine Aufgabe, mich in dir und dadurch auch dich selbst zu finden. Dazu ist es nötig, dass du dein göttliches Ego, lateinisch Ich, an den Tag legst. Lateinisch Ago bedeutet auch hinbringen und leben. Und aus deinem selbstsüchtigen materialistischen Traum aufwachst. Bisher legitimierst du dein Dasein nur durch dein gedankenloses Hin und Her innerhalb deines sinusartig wahrgenommenen Zeitkreises, der dir von deiner Äquatordrehung vorgegeben wird, ohne die Gesetze deines wirklichen Lebens zu kennen. Ohne Holofeeling zu existieren, bedeutet sine legibus agare, aus dem Lateinischen ohne Gesetz leben. In deinen Sprachwissenschaften geht man davon aus, dass die etymologische Radix, aus dem Lateinischen Wurzel, des Wortes Materie bei Mater, aus dem Lateinischen Mutter, liegt. Dies ist zwar symbolisch betrachtet zutreffend, aber noch lange nicht die wirkliche Wurzel. Die nämlich ist das Wort Materio, aus dem Lateinischen aus Holz, bauen. Mit Materio wird dein Lebensbaum beschrieben. Holz ist etwas Lebendiges, also muss auch die Materie als Produkt der Wurzel Materio etwas Lebendiges sein. Materie ist ein Phänomen, das in deiner raumzeitlichen Welt zwar erscheint, aber seine lebensspendenden Wurzeln im Unsichtbaren hat. Damit verhält sich dieses symbolische Holz, Materio, auch wie ein Messias, der auch nur den sichtbaren Teil meiner göttlichen Trinität darstellt und in der sichtbaren Welt als ein Medikus seiner selbst auftritt. Du musst dich nun zu dem Messias entwickeln, der du in deinem Kern eigentlich schon bist. Um dein eigener Messias zu sein, benötigst du den felsenfesten Charakter des Berges Massicus. Dies ist ein Berg an der Grenze Latiums. Von dort stammt ein berühmter Wein, heiliges Abendmahl. Auf diesem Berg wachsen Weinstöcke aus Holz. Hebräisch Etz 70-90, Holzscheit Ud 164, Udot 1646-400 bedeutet alle Dinge. Das Holz von Weinstöcken hat die Eigenart, sich in sich zu verdrehen, so dass es in der sichtbaren Welt eine wirbelartige Form gleich der eigenen Wurzeln besitzt, die innerhalb der Erde, das heißt im eigenen Unsichtbaren verborgen bleibt. Denke an die Wirbelgesetze. Über die materiellen Wurzeln, lateinisch Radix, dieses heiligen Weinstocks, kommen wir nun zur wirklichen geistigen Wurzel, deiner Materie. Es ist dein geistiger Radius, lateinisch Lichtstrahl, mit dem du dein Dasein auszuloten vermagst. Aus deinen eigenen entsprang dein eigenes geistiges Licht. Und aus dem Fokus deines geistigen Lichtstrahls wiederum entspringt die von dir wahrgenommene Raumzeit und damit auch die Materie. Dass es ohne Raumzeit auch keine Materie gibt, steckt schon in der relativistischen Formel. Doch leider hat dies noch kein normaler Physiker so weit verstanden, diese Erkenntnis konsequent in sein eigenes Dasein einfließen zu lassen.
Die von dir wahrgenommene Welt ist also nur eine Signatur deiner eigenen Gedanken. Du hast dich mit deinem Glauben an eine unabhängig von dir existierende Materie von deiner göttlichen Radix getrennt und damit auch deine Verbindung zum Jenseits und zu Gott abgeschnitten. Die göttliche Radix ist die wirkliche Wurzel deines Seins. Du glaubst zu wissen, was wirklich ist, und verurteilst die von dir wahrgenommene Welt lieber nach deinen Schulweisheiten, indem du sie nur nach deiner anerzogenen Anschaulichkeit betrachtest. Die Anschaulichkeit ins Lateinische Significatio. Und was bekommst du durch dieses schizophrene Schulwissen zu sehen? Ein großes Schlachtfeld, auf dem du ein Dasein lang einen Kampf ums eigene Überleben zu führen hast und an dessen Ende du dann noch immer der Verlierer sein wirst. Du limitierst die unendlichen göttlichen Möglichkeiten deiner Seele entsprechend der dir eingetrichterten Bildung und so erschaffst du dir die Welt nach dem Bildnis deiner eigenen Dogmen, eine Welt, die du dir als unabhängig von dir existierend bezeichnest. Bildnis im Lateinischen signum, bezeichnen im Lateinischen significo. Die von dir wahrgenommene Welt ist eine Ausgeburt deiner eigenen gedankenlosen Gedanken. Die Ausgeburt ins Lateinische gigno bedeutet hervorbringen. Sie ist die Frucht oder besser die Traube deines bisherigen Unglaubens. Die Traube ins Lateinische racemus, auch Weintraube. An deinen geistigen Früchten erkennst du den wirklichen Level deines Bewusstseins. Betrachte das lateinische Wort für Traube, racemus, etwas genauer, und du wirst darin die Radix von Rassismus ebenso finden, wie deine laufende Angst, deinen Überlebenswettlauf, the race, zu verlieren. Wir wollen nun aber wieder zur Mathematik zurückkehren. Die Ausgangsbasis von allem ist also ein Punkt, den man auch als ein Quadrat mit der Seitenlänge 1 darstellen kann. Ich spreche hierbei von einem apodiktischen Größenverhältnis, ohne jegliche raumzeitliche Bedeutung und Ausdehnung. 1 hoch 2 hat einen Umfang von 4 und eine Fläche von 1. Das entsprechende Unendlicheck, ein Kreis, mit der Fläche 1 besitzt demgegenüber den Radius von 0,564189583 und so weiter. Wenn du nun die ersten drei Ziffern als hebräische Zeichen schreibst, erhältst du He, Waf, Dalet, Hot, und das bedeutet Herrlichkeit und Pracht. Hot bezeichnet man auch als Majestät. Es ist der Name der achten Sephira im kabbalistischen Sephirotbaum. Man nennt diese Sephira auch Eingang zu den Zahlenwelten. Die Unendlichkeit wird immer als liegende Acht dargestellt. Dies weist dich auf die flache, zweigeteilte Weltwahrnehmung deines noch begrenzten Bewusstseins hin, das nur deine Unterwelt zu erfassen vermag. Diese achte Sephira ist im kabbalistischen Sephirotbaum über einen Zweig, der den Namen Mem, also Wasser, Zeit, trägt, mit der siebten Sephira verbunden. Ihr Name ist Netzach, die Ewigkeit. Das magische Bild der achten Sephira ist ein Hermaphrodit, aus dem griechischen Zwitter. Dies ist auch die Bezeichnung für das gleichzeitige Auftreten funktionsfähiger männlicher und weiblicher Geschlechtsorgane an ein und demselben Individuum. 1 hoch 2. Der entsprechende Text im alten Buch Jezira lautet: Es ist das Buch der Zahlen und der Formgebung. Der achte Pfad heißt absolute oder vollkommene Intelligenz, denn sie ist das Mittel des Ursprünglichen, das keine greifbare Wurzel hat,
an der es selbst hängt, außer der geheimen Tiefe Gedulas, das göttliche Fundament, aus der seine eigene Substanz entströmt. Auf das Nichts, die Null, folgt also nach dem trennenden Komma die Majestät. Die Radix 0,564 und darauf die Ziffern 1 und 8, das heißt das A und O des Gedulas. Aleph Chet symbolisiert das Du. Im Hebräischen wird 1,8 als Ach ausgesprochen und bedeutet Bruder, aber auch Heilhelfer, Sanitäter. Auf dieses Ach folgt dann in dieser Ziffernfolge eine 9, das Tet, was ja bekanntlich als Hieroglyphe 9 und das Doppelte bedeutet. Nun stehst du also vor meiner heiligen 8. Aber lassen wir es damit genug sein. All das und noch viel mehr war den großen ägyptischen Mathematikern zu Moses Zeiten bekannt. Das wirkliche Wissen des reinen Seins ist in dir und damit auch in deiner Menschheit völlig in Vergessenheit geraten. Die Ägypter wussten übrigens auch, wie man den Kreis geometrisch quadrieren kann, das heißt mit Lineal und Zirkel. Hier nur eine kurze Erklärung für Mathematiker. Zeichne um den zu quadrierenden Kreis ein regelmäßiges Zehneck. Das Eckmaß, Umkreisdurchmesser, dieses Zehnecks trägst du nun dreimal als erste Seite eines Rechtecks ab. Die zweite Rechteckseite gibt ein Viertel des Durchmessers des zu quadrierenden Kreises, der jetzt den Innenkreis des konstruierten Zehnecks bildet. Das zum Kreis flächengleiche Rechteck wird in das gesuchte Quadrat verwandelt, das dann ebenfalls dem Kreis flächengleich ist. Wobei das Ganze durch die Dicke der von dir gezeichneten Linien auch nur eine Annäherung darstellt. In der Wirklichkeit ist jeder Punkt, ein Kreis, der Mittelpunkt der kreisrunden Unendlichkeit. Somit besitzt ein Kreis nur raumzeitlich betrachtet eine Fläche. Denn letztendlich ist jeder Kreis nur ein von deinem Aufmerksamkeitslicht entfaltener Punkt, dessen Größe du mit deiner eigenen Anschauung formst. Bitte halte immer in deinem Bewusstsein wach, dass weder ein Raum noch eine Vergangenheit unabhängig von deiner raumzeitlich definierten Wahrnehmungslogik existieren bzw. existiert haben. Es handelt sich bei deiner jetzt geglaubten, deiner angenommenen Vergangenheit nur um eine von vielen möglichen tieferen Erlebnisschichten. Man kann auch sagen, um einen von vielen möglichen Träumen, deiner immer nur im jetzt vorhandenen Ganzheit. Bei einer Unklarheit solltest du noch einmal das Hypnose- und Fernsehprogrammbeispiel im Band 1 nachlesen.